Platz setzen. Okay. Dezember 1982. Ich habe keine Ahnung mehr, was war. Kommt er hierher oder bleibt er da stehen? Er bleibt da stehen. Die sind gesucht. Was war mit der Uhr nochmal? Ich habe keine Ahnung. Papiere bitte. Was ist der Zweck der Reise? Ich habe hier Arbeit. Dauer? 30 Tage. Arbeit 30 Tage. Oh Gott, das... Ich bin gar nicht mehr drin. Wird er gesucht? Ich... Ah, es ist so viel. Nein, wird er nicht. Kinnbart? Ist das ein Bart da oder ist das Schatten? Ich glaube, das ist Bart. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Du bist bestimmt okay. Keine Ahnung. Okay, Zweck ihrer Reise, Einwanderung. Okay. Bis 1282, das passt noch. Da haben wir was. Die Nummern hier sind nicht richtig. Hier liegt eine Diskrepanz vor. Das muss ein Fehler sein. Das Dokument ist doch gültig. Nee, ist es nicht, denn wir dulden sowas hier nicht. Jetzt haben wir noch den Grund. So, kannst du dich wieder einfahren? Okay. Die Uhr kam von einer weiblichen Person. Okay. Okay. Aha. Einige Wochen zu Besuch. Ja, das könnten einige Wochen sein. Was? Falsche Antwort auf Besuchsdauer, aber 2 Monate sind auch einige Wochen. Wissen Sie noch? Arstbomben vor, noch ein Tor. Ich habe ihm diesen tollen Wimpel gegeben. Ah, du wolltest den Wimpel wieder haben. Ja doch, ich mach die gleich an, Bundesbahn. Ja, nimm halt deinen Wimpel. Besuch für 60 Tage. Wieso sagt man 60 Tage statt 2 Monate? Ich. Zecke. Zecke Watson. So heißt du auch. Bist du gesucht? Nein, bist du nicht. Beschreibung Stirnglatze. Das ist ja toll. Okay. Ich glaube, du bist okay. Ein Zwischenstand? Was für ein Zwischenstand habe ich? Meinst du, worum es geht gerade, oder? Zweck der Reise, ich komme hier nur durch. Dauer? Ein paar Wochen. Die Einreisegenehmigung passt nicht. Entschuldigung, ich bin nur zu Besuch. Das hättest du auch gleich sagen können. Warum lügen die mich immer alle an? Roberto Moschetti. Ja, okay. Ja, das kotzt mich auch an, Coco. Coco, Coco, Rono, Coco. Ach, du wieder.
Ja, aber ach, du willst mir wieder Drogen verticken, ne? Alles noch gültig? Du bist wieder schwerer. Ich sehe da einen Unterschied. Ist mir auf jeden Fall ein Rätsel. Ja, jetzt hat er wieder Drogen dabei, dann will er uns wieder bestechen, damit wir durchkommen lassen. Sakura ist okay. Ja, da haben wir es wieder. Achso, wir brauchen erst wieder unser Buch, wo dann steht, keine Drogen. Drogen. Das Zeug sieht doch gut aus, oder? Moment, ich gebe dir 10 Credits für den Stempel. Denk an deine Familie. Damit kannst du viele schöne Sachen kaufen für die paar harmlosen Drogen. Das Problem ist, ich glaube, wenn wir ihn noch öfters durchkommen lassen, kriegen wir irgendwann Ärger. Deswegen müssen wir ihn. Wir arrestieren ihn nicht, aber wir lehnen ihn ab. Mein lieber Mann, du ziehst dein Ding wirklich durch, was? Ist für mich nicht so gut, fällt mir gerade ein. Was? Ablehnung ohne Begründung. Oh. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Okay, du bist, glaube ich, okay. Karin Rübax. Gesucht wird sie auch nicht, also ist okay. Was? Ungültig Distrikt? Ach komm, Spiel. Lass mich in Ruhe. Ich hätte auch so mal eine Uhr. Ich kaufe sie ihn ab. Ich bewahre die für jemanden auf. Ach komm, sie. Der kommt eh nicht mehr zurück. Ich nehme sie ihn ab. Für 10 Credits gebe ich ihnen dafür. Nö. Die behalten wir. Also wir behalten die für den auf. Kevin Kaulinski. Ich denke, der ist okay. Die Uhr kriegt er trotzdem nicht. Warte mal. Nein, gesucht wird er auch nicht. Ach komm, Spiel! Ich merke mir doch nicht deine ganzen Städte und so. Was stimmt denn da an der Stadt nicht? Hier fehlt ein Bescheid. Einreisegenehmigung. Wo ist Ihre Einreisegenehmigung? Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich sowas brauche. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber keine Einreisegenehmigung, keine Kekse. So, was mit dir? Oh, ich will zu meiner Frau ziehen. Okay. Juri Stanislav. Ja, das sieht okay aus. Ja, ich dachte, keine Arme, keine Kicks. Oh. Gesuchten Kriminellen durchgewunken? Ach komm, Spiel, ich. Ihre Nichte hat die Ersparnisse ihrer Mutter mitgebracht. Wow. Okay, jetzt aber mal zuallererst. Push to talk ist aus und dann. Und Achtung!
Hier ist gleich etwas. Ups, natürlich, jetzt fällt hier nochmal einmal alles um, weil es ja sowieso noch nicht alles schief gegangen hier. Jetzt nehmen wir das da durch und dann müssen wir das Kabel einstecken. Achtung, gleich groß. Entfernen, ja. Hinzufügen, Videoaufnahmegerät. Achtung, groß. Bo. So, da oben hin. So, fertig. Okay. Da war noch was. Und dann könnte man eigentlich die Kabine verbessern. Wir haben ja gerade Geld. Polio kehrt in Vereinigte Föderation zurück. Einzelfall oder Epidemie? Polio, okay. 15. Dezember 1982. Inspektor, Ihre Position ist wichtig und Ihr Verantwortungsbereich breit gefächert. Leisten Sie allen Fortschriften uneingeschränkt Folge. Sleba Tosca. Das Wetter. Okay. Freunde besuchen. 14 Tage. Du bist keiner der Gesuchten. Du bist noch gültig. Alexander Catalan. Okay. Da steht ein rotes Männchen in der Reihe. Stimmt. Kalett ist erledigt. Noch ein Meuchel mehr, da kommt. Mann in Rot. Er hat alle Infos über Essig in Atosca. Kein Risiko. Sie müssen ihn heute töten. Wir bereiten alles vor. Wenn Sie Erfolg haben, wird man Sie verhaften. Sie müssen sich für Atosca opfern. Ihrer Familie wird nichts geschehen. Warte, was? Schießen Sie gezielt? Was ist das? Hä? Was? Zweck ihrer Reise, Transit. Dauer, einige Tage. Unabhängig davon brauche ich von dir das hier, ne? Ja. Sie müssen einen Ausweisanhang mit sich führen. Tut mir leid, hier. Gib ihn mir doch einfach gleich. Also wir müssen uns jetzt opfern, um den Typen zu erschießen, weil? Wieso soll der erschossen werden nochmal gleich? Nee, das behalte ich. Zweck ihrer Reise? Besuch. Das stimmt. Für ein paar Wochen. Naja, okay. Hab doch noch komischere Namen. Herr Nakia Aminieva. Was ist denn jetzt der Schlüssel hier? Der Kerl hinter dem wegen der Uhr mir gestapelt. Ohne Punkte, Komma, blablabla. Schauen Sie, es ist eine gute Uhr, das sehe ich sofort. Ich gebe Ihnen 20 Credits dafür, gleich jetzt und hier. Er hat gesagt, er bezahlt Ihnen nur 10. Ist ein gutes Geschäft für Sie. Nö. Mal ganz kurz. Dokument hat kein Ablaufdatum, aber braucht man nicht einen. Hier. Aber der hat kein Siegel. Dokument muss gesiegelt sein, da.
Dieses Siegel ist gefälscht. Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Mach's gut. Tschüss. Nächster. So, da bin ich wieder mit meinem Papier, wie versprochen. Kann ich meine Uhr zurückhaben? Erstmal gucken, ob das hier alles passt. Danik Lorun, das passt auch. Kurze, glatte Haare. Ja, 86 Kilo, 1,77 groß. Ja, da. Ach, wie schön, dass sie. Die schön, die doch da ist. Jetzt brauche ich nur noch eine Batterie. Hey, der Kratzer da, der ist aber neu. Los, her mit meiner Kohle. Bist du bescheuert? Geh. Ach, schon gut. Behalten Sie das Geld. Aus Tosca wirst du gesucht? Nein. 60 Kilo. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Aha, ein Messer. Es war ein Fehler, dass Sie hierher gekommen sind. Bitte lassen Sie mich durch. Nope. Nicht mit einem Messer im Rücken. Nächster. Zweck Ihrer Reise, Arbeit. Dauer, ein Jahr. Ja, das stimmt. Was ist mit ihm da? Der Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Aber wir haben doch. Hält die Mauer Sicherheit an der Grenze auf dem Prüfstand? Vielleicht sollten die ihre Mauer da mal ein bisschen höher bauen. 16. Dezember. Inspektor, jüngste Ereignisse haben zu einem Anfangsverdacht gegen arstotzkanische Bürger und deren Aktivitäten im Distrikt Altan geführt. Das Ministerium für Information hat uns um Kooperation ersucht. Ihre Kabine wurde mit einer speziellen Schublade für konfiszierte Dokumente versehen. Die Vorschriften wurden um Informationen zum Thema Konfiszierung ergänzt. Konfiszieren Sie alle atoskanischen Pässe von Bewohnern des Distrikts Altan. Reisende kann immer noch mit Einreise gewährt werden, falls der Pass konfisziert wird, aber keine andere Richtlinie verletzt wurde. Passeinzugsquittungen werden ausgestellt, um die Einreise ohne Pass zu genehmigen oder abzulehnen. Alter, Passkonfiszierung Altan. Prüfen Sie, ob die Person in Altan ansässig ist. Werfen Sie den Pass in die Konfiszierungsschublade. Aha. Okay, du kommst aus Altan. Wie mache ich das? Muss ich das erst so machen? Konfiszierung. Aber wie mache ich das? Den Pass, ach so. Ah, okay. Sorry. Okay. Okay.
Okay, ja, alles gut. Alles gut. Ich muss bald verreisen, also brauche ich meinen Pass wieder zurück. Der wird konfisziert. Was soll das heißen? Rufen Sie die Nummer auf dem Beleg an, um ihn wieder auszulösen. Sie können ihn mir auch einfach zurückgeben. Das gebe ich, kann ich Ihnen zu den Akten gelegt und der Ihnen jetzt nicht wieder aushändigen. Ohne meinen Pass gehe ich aber nicht. Okay. Das können Sie nicht machen, ich bin ein toskanischer Bürger. Ich habe ein Grundrecht auf Reisefreiheit. Ja, laber mich nicht zu, Mann. Es ist 8 Uhr morgens an einem Grenzübergang. Ja? Alter. Wir haben alle Besseres zu tun. Nächster. So, was willst du? Einwandern willst du, okay. Petra, passt. Okay. Petra, ist okay. Der rote Mann ist nicht mehr, ja. Naja, ich weiß nicht, ob ich den erschossen haben sollte. Zweck ihrer Reise? Transit. Das ist richtig. Für einige Wochen, okay. Bist du gesucht? Nein. Ja, du siehst okay aus. Den Schlüssel griffbereit. Ja, hast recht. Habt recht. Wir haben unsere Chance nicht genutzt. Der Mann in Rot hat überlebt. Sein Ziel sind nun ESIG-Agenten in Kolechien. Wir müssen unsere Pläne ändern. Okay. Savage, danke für den Follow. Das war eigentlich mein Plan als der Tür, aber ich wusste nicht, dass ich den da. Ich habe gedacht, der läuft hier lang. Ich wusste nicht, dass ich den in der Reihe erschießen soll. Ja, wirst du gesucht? Nein. Das passt soweit. Okay. Du kommst wieder aus Altern, aber warte mal, bist du der? Nee, bist du nicht. Okay. 70 Kilo. Bist 83 gültig. Das Geburtsdatum stimmt auch. Okay. Konfisziert. Der Rest ist aber okay. Was ist das denn im Zettel? Wo ist der Pass? Er wird konfisziert. Warum? Rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Der macht wenigstens kein Drama hier. Ja, das mit dem Kinnlang, das ist interessant definiert bei denen hier. Ich habe auch schon manchmal gedacht, das haut nie im Leben, ist das das, was da steht. Und dann ist es doch nur Zeitverschwendung, das nachzuschauen, weil es passt. Oh, sorry. 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 Du schon wieder. Aber kann das sein, dass du gesucht bist? Jedenfalls ist mein Visage auf keinem Polizeiplakat oder so. Findest du? Ihr Foto ist zur Fahndung ausgeschrieben. Was? Ich drücke doch ein Vermögen an die Bullen ab. Die haben gesagt, die suchen nicht nach mir. Kein Problem, haben sie gesagt. Wäre es mir zweimal überlegen, netten Leuten über den Weg zu trauen. Sorry, bedauere. Ach, schon gut. Die meisten Bullen kennen mich eh. Ich werde mal wieder mit denen reden. Wie auch immer, deine Arbeit ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Da verkaufe ich dann doch lieber Drogen. Zweck ihrer Reise? Diplomat. Okay. Kim Hesu oder so? Oh,
Sieht soweit richtig aus. Der Typ ist gleich. Gefälschte diplomatische Akkreditierung. Ah. Freunde besuchen für 2 Monate. Ist das so, ja? Na gut, Daniel. Na, ach nee, Dennis heißt du, sorry. Ey, Hose. Ja, ich bin ein bisschen neben der Spur, weil eigentlich wollten wir was anderes spielen, aber das hat irgendwie nicht so hingehauen. Besuch, ja, für einen Monat, okay. Füttert's. Oh, das tut mir leid, das tut mir echt leid. Das Dokument ist abgelaufen. Ich hatte zu tun. Ja, ich habe auch zu tun. Sehe ich so aus, als ob ich hier Zeit habe für deine Scheiße, nur weil du sagst, du hattest zu tun? Tschüss. Ich will zu meiner Frau ziehen. Okay. Du wirst nicht gesucht. Kurze, helle Haare. Metz und Mitz. Okay. Die Namen sind unterschiedlich. Ja, ich habe mehrere Namen. Hast du die? Ist ja interessant. Zeig mal her. Mats Mitz. Warum? Warum hat er mehrere Namen? Ich frage gar nicht nach. Geh einfach. Geh einfach, Mats Mitz. Okay. Jetzt haben wir gar kein Essen mehr, oder? Ach nee, doch. Aber haben wir hier nicht. Warum ist denn hier. Wir hatten doch hier mal ewig viel Zeug aufgelistet. Epidemie bedroht die Vereinigte Föderation. Das heißt, wahrscheinlich, wir dürfen die nicht mehr reinlassen, weil die sind verseucht. Polio jetzt vollkommen außer Kontrolle. Das klingt ja gut. Da gehen wir gleich mal happy zur Arbeit. 17. Dezember 1982. Inspekteur, Bürger der Vereinigten Föderation stellen ein Infektionsrisiko dar. Alle Einreisewilligen aus den Vereinigten Föderationen sind abzuweisen. Atoskanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altan sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Atoska. Okay. Hi. Okay. Du bist okay. Du wiegst 60 Kilo. Du bist 1,74 groß. Du bist am 17. Juni geboren. Du darfst rein. Zweck Ihrer Reise: Arbeit. Okay, die haben mal ewig viel Zeug dabei. 6 Monate. Fünfter. Ooh. How about that? Sie können nicht mit einem abgelaufenen Dokument einreisen. Ich hatte zu tun. Das tut mir ja echt leid. Es ist strengstens verboten, Krankheiten nach Hatoschka einzuschleppen. Was? Ich bin noch kerngesund. Es ist ja so leicht, jemanden abzuweisen. Der ganze Papierkram für die Tonne. Warte mal, du kamst daraus? Ich habe das gar nicht erkannt. Du hast abgelaufene Dokumente, Mann. Hi. Zweck deiner Reise ist der Besuch. Okay. Du kommst leider aus der Vereinigten Föderation. Ich muss dich leider abweisen. Was ist für ein Bild an der Wand? Das kann mein Hund ja noch besser. Ist von meinem Sohn. Oh. Ja. Vielleicht sollte er was mit Sport machen. Weißt du was, Fräulein? Weißt du was? Hier, guck mal. Guck mal. Bist du abgewiesen? Keine Einreise aus der Vereinigten Föderation. Sollte er was mit Sport machen? Dumme Kuh. Hier. Tschüss. Hä? Sie lassen mich jetzt wegen der Bemerkung über das Bild nicht rein, oder? Der Ausgang befindet sich zu Ihrer Rechten.
Papiere, Zweck ihrer Reise, Freunde besuchen. Dauer, 2 Wochen. Aha. Aha. Sag mal, was habt ihr alle mit euren abgelaufenen Sachen? Dieses Dokument ist abgelaufen. Ich hatte zu tun. Ich hatte zu tun. Wenn ich das doch heute einmal lese, dann springe ich aus dieser Kammer hier raus. Mach's gut. Tschüss. Mein Gott, ey. Nächster. Papiere. Ausweis lassen wir nicht, oder? Ich lasse ihn das mal hier. Du bist heiß wie Feuer. Du, Objekt der Begierde. Du, wieder. Bereitest mir Herzschmerz. Genehmig, gib mir ein Visum. Wo ist dein Pass-Dingens hier, dein Ausweis? Nee, das war's nicht. Hier. Nee. Wo kommst du nochmal her? Impor. Wo ist ihre Einreisegenehmigung? Brauche ich sowas? Ja. Und das finde ich ganz süß, dass du mich magst und so. Aber, nein, nimm das mit. Ich habe ihm doch so einen schönen Zettel gegeben. Ja, und ich will den nicht. Papiere, was ist der Zweck ihrer Reise? Ich bin Diplomat. Bist du das? Oh. Kommst du aus? Nein, du darfst bloß dahin. Okay. Stimmte das hier mit den... Das ist doch... Ist das das Falsche? Okay, scheint zu stimmen. Aber das bist doch nie im Leben du. So sehen sie überhaupt nicht aus. Das ist ein altes Bild. Ah ja, okay, zeig mal her. So, zeig mal her hier. Ich kann ihre Fingerabdrücke nicht verifizieren. Bitte lassen sie mich durch. Nein. Nächster. Papiere. Zweck ihrer Reise. Ich bin auf der Durchreise. Aha, Dauer für 2 Tage. Wenigstens lügst du mich nicht grotzfrech an, wie alle anderen hier. Ein Scheißleben ist das. Keiner liebt mich. Oh. I feel you. I feel you. Glatze? Ja. Na gut. Aber nur, weil dich keiner liebt, darfst du in das Land, in dem sich jeder hasst. Tja, danke. Samuta, ich danke dir für deinen Twitch Prime Sub. Und wenn du das angezeigt haben möchtest, dann musst du einmal neu laden. Du bist aus dem Altan-Distrikt. Das tut mir echt leid, aber der Rest passt. Mein Pass? Er wird konfisziert. Warum? Rufen Sie nur auf den Zettel an. Samuta, wenn du das sehen. Du willst es nicht. Okay, gut. Ich danke dir trotzdem für deinen Sub. Zweck der Reise, Diplomat. Wie geht es Dimitri? Wie ich höre, leidet er jetzt den Übergang. Mir scheint, der passt hier gut hin. Ich wette, der ist immer noch ein schrecklicher Boss. Könntest du mal aufhören, mit SZ zu schreiben? Shay Piaksovska. Was? Kollegien, Republien im... Du darfst hier da überhaupt nie rein. Sie haben hier nicht den Status eines Diplomaten. Klären Sie das mit Ihrem Vorgesetzten. Ach, das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Dimitri ist niemand, der so schnell verzeiht. Willst du mich verarschen? Geh raus. Hier. Mach's gut. Tschüss. Wissen Sie, Dimitri hat mich gebeten, herzukommen. Er hat gesagt, ich kann einfach durchgehen. Er hat anscheinend ja hier noch nicht so viel zu melden. Warte mal, war das der, wo er gesagt hat, ich soll die unbedingt durchlassen? Nee, oder? Seprep! Danke für deinen Sub. Wenn du das angezeigt haben möchtest, musst du einmal neu laden. Oh Gott. Du hast es neu geladen. Ich bin bei der Durchreise. Was? Einige Tage? Ja? Hm? Irina Marakova? Ding Dong, die Hexe ist tot.
bist doch nicht du. Spiel das andere bitte, ja? Das du bist weißt schon. Okay. Sepp, ich danke dir für deinen Sub und ich hoffe, ich kann deinen Erwartungen gerecht werden. Dankeschön. Auch wenn es heute echt nicht gut läuft. Ausweisaussagen fehlt. Ja, ich weiß doch. Besuch, ja. 2 Wochen, okay. Entschuldigung. Kiprian Iluta. Bist du gesucht? Wo ist der Pass? Da ist der Pass. Bist du gesucht? Und Tegrin? Nein? 80 Kilo? Passt auch, okay. Durchreise für 2 Wochen, okay. Oh. Dein Pass ist nicht mehr gültig. Dieses Dokument ist abgelaufen. Bitte lassen Sie mich durch. Nein. Und außerdem kommst du aus der Vereinigten Föderation. Das ist auch nicht so gut. Keine Einreise aus der Vereinigten Föderation. Sagst du gar nicht zu. Kabine verbessern. Schnelles Prüfen per Doppelklick. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Können wir uns eh nicht leisten. Wieder mit 55 raus. Kabine verbessern. Ja, aber ich muss ja, glaube ich, um den Grund anzugeben, muss ich ja, glaube ich, erstmal sie ansprechen darauf, oder? Ministerium für Gesundheitsschutz, Bürger, neue Richtlinie, Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze. Dezember 1982. Inspektor, die Gefahr des Ausbruchs einer Epidemie ist zu groß. Neue Vorschriften sind ab sofort in Kraft. Alle Einreisewilligen müssen eine gültige Impfbescheinigung über einen aktuellen Polio-Impfstoff vorlegen. Diese Vorschrift betrifft Inländer, Ausländer, Diplomaten und Asylsuchende. Bürgern der Vereinigten Föderation ist die Einreise mit einer solchen Bescheinigung gestattet. Atoskanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altan sind weiterhin zu kontisfieren. Also jeder muss einen so ein Ding haben. Und die Leute aus Altern muss man mal noch konfiszieren und die Leute aus den Vereinigten Föderationen dürfen nur damit rein. Impfbescheinigung. Ich besuche Verwandte. Dauer? Ich bleibe 30 Tage. Aha. Ist noch gültig. Ist noch gültig. Polio. Kuhpocken. Stefan Huweski. Ja. Ja, Stefan. Buschige Koteletten. Okay. Ach, warte mal, wir haben ja noch eine Gesuchtseite. Papiere bitte, was ist der Zweck der Reise? Ich komme zu Besuch. Dauer? Bleibe 3 Monate. Aha, ja. Hm. Oh Gott. 82. Hast du im April erst geguckt? Das ist ja super von dir. Okay. Impfbescheinigung ungültig? Papiere bitte. Sie kennen Sergio? Er hat gesagt, Sie sind ein Freund, Sie würden mir helfen. Bitte, ich habe meine ganze Familie verloren. Nur Sergio ist mir noch geblieben. Wer ist denn Sergio? Ich kenne keinen Sergio. Hier. Sie haben nicht alle erforderlichen Papiere bei sich. Ich hab's so lange versucht. Die wollten mich einfach nicht gehen lassen. Was soll ich denn jetzt machen?
Ich kenne keinen Sergio. Du hast keine Papiere bei dir. Hol dir das Zeug und komm wieder. Es tut mir leid, aber Sergio ist tot. Nein, Sergio. Wer ist Sergio? In einem anderen Leben werden wir zusammen sein. Wer ist jetzt nochmal Sergio? Ihr Mann, der erzählt hat, dass seine Frau keine Papiere hat? Es. Zweck ihrer Reise? Durchreise in ein anderes Land. Du hast schon mal kein Impfzeug. Hier, du brauchst Impfzeug. Alle Einreisenden müssen geimpft sein. Ich glaube nicht an Impfungen. Nein, da sage ich jetzt mal gar nichts zu. Hier, tschüss. Lisa. Papiere bitte. Oh Gott, was ist das denn? Zweck Ihrer Reise, Besuch. Für. Ich bleibe, bis ich sterbe. Die Kontrollen hier sollen ja sehr streng sein. Da bin ich aber froh, dass meine Papiere in Ordnung sind. Wenn du das so auffällig betonst, du hast gerade gesagt, stirbst du in 2 Monaten? Die Zeiträume ihres Aufenthalts stimmen nicht überein. Gut, ich bleibe einige Monate. Ach so, von ich bleibe, bis ich sterbe zu ich bleibe einige Monate. Weißt du was, was ich noch nicht weiß? Aha. Impfung hält 3 Jahre lang. Aha. Wirst du gesucht? Nein, wirst du nicht. Freunde besuchen für einen Monat. Das ist jetzt aber blöd für dich. Sie haben ein interessantes Gesicht. Ich mag ihren Ton nicht und ich mag dein Gesicht nicht. Papiere bitte. Du kommst aus dem Altherrendistrikt, das heißt, der bleibt schon mal hier. Und dann hält das 3 Jahre lang, das heißt, das ist gut. Und der Rest ist okay. Pass. Er wird konfisziert. Was soll ich tun? Rufen Sie die Nummer auf den Zettel an. Papiere. Zweck Ihrer Reise. Ich bin hier, um zu arbeiten. Dauer? 6 Monate. Hoch, was ist das? Was? Was? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Nimm, zieh! Mach! Wieso? Wieso konnte ich nicht schießen? Alle tot. Ich hätte nicht ziehen müssen, ne? Ich hätte einfach schießen können. Koordinierte illegaler Grenzübertritt. Unbekannte Angreifer blamieren Sicherheitskräfte. 19. Dezember 1982. Inspektor, zur Steigerung der Effizienz wurde Einreisegenehmigung und Ausweisanhang zu einem Visum zusammengefasst. Ausländer müssen ab sofort ein gültiges Visum vorlegen. Der konzertierte Angriff vom gestrigen Tage hat eine Krisensitzung notwendig gemacht. Ein wichtiger kollegischer Unterhändler wird heute eintreffen, um die Probleme zu diesem Grenzübergang zu besprechen. Atoskanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altern sind weiterhin zu konfiszieren. Aha. Zweck: Ich nutze Transit. Dauer: einige Tage. Oh Gott, ist das unübersichtlich.
Das sieht richtig aus. Katja Koslowska. Bist du noch? Dürft ihr noch nicht rein? Nee. Okay. 6.1.83. 2. Oh. Sie können nicht mit abgelaufenen Dokumenten einreisen. Davon weiß ich nichts. Ah, sag ich dir, erzähl ich dir mal. Hier. Tschüss. Mister. Papiere. Zweck Ihrer Reise ist ein Besuch. Dauer für 90 Tage. Ihr Arschkotzaner ändert hier ständig die Regel. Meine Schwester hat letzte Woche mit ganz anderen Papieren registriert. Jetzt bräuchte ich dieses neue Visum. Das kostet doppelt so viel. Weißt du was? Du doofe Pute. Hier, bist du gesucht? Schade. Wie schade. Hi, Hawk. Ah, ich habe vergessen, den Button zu drücken. Was denn jetzt schon wieder? Person war einreiseberechtigt. Nein, war sie nicht. Ach so, stimmt. Ich habe ihr nicht abgesagt. Shit. Die Regierung will den Forderungen Kolechiens nachgeben und Christine preisgeben. Wir müssen die Verhandlungen stören. Lassen Sie den kolechischen Diplomaten rein, aber konfiszieren Sie seinen Pass. Ein ESIG-Agent wird ihm unter seiner Identität folgen. Kolechischer Diplomat. Reinlassen, aber Pass konfiszieren. Pass konfiszieren. Pass konfiszieren. Zweck Ihrer Reise. Ich bin auf der Durchreise. Für einige Wochen, okay. Aha. Pognow. Wirst du gesucht? Nein. Okay. Pelzner heißt du plötzlich. Was denn da los? Die Namen sind unterschiedlich. Ja, ich habe mehrere. Was sagen sie alle? Komm hier, zeig. Heißt du wirklich so? Du heißt wirklich so? Wieso hast du zwei Nachnamen? Was stimmt denn nicht mit dir? Nächster. Papiere? Alter an. Okay, das heißt, du kommst schon mal weg. Und dann bist du 53 Kilo, bist 1,68 groß. Die Impfung hält 3 Jahre. Das ist richtig. Okay. Pass wird konfisziert. Wie soll ich dann reisen? Rufen Sie nochmal auf dem Zettel an. Geheiratet, das kann sein. Aber dann der Pass nicht geändert? Papiere, Zweck Ihrer Reise, einwandern. Finde ich gut. Du wiegst mehr, als du wiegen solltest, Kollege. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgesucht, hier, Dingensen. Aha, toll. Danke für deinen Schmuggel. Da. Da. Schmuggelgut wird absolut nicht toleriert. Ist das denn so offensichtlich? Was ist denn jetzt los? Ja, vielleicht die Drogen an deinem Bein. Papiere bitte. Zweck der Reise. Ey, du bist der Diplomat aus Kolechien. Ich soll dich reinlassen, aber ich behalte deinen Pass. Und machen Sie mir keinen Ärger. Ich brauche meinen Pass.
Ich habe ihn soeben konfisziert. Ich komme als kolleschischer Diplomat im Auftrag der Regierung. Geben Sie mir auf der Stelle meinen Pass zurück. Rufen Sie einfach die Nummer auf dem Zettel an. Was sind Sie für ein Mensch? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Papiere? Zweck Ihrer Reise? Ich besuche Verwandte. Dauer? 14 Tage. Das ist korrekt. Polio. Arthur Trusow. Arthur? Sind Sie männlichen oder weiblichen Geschlechts? Wie es in den Papieren steht. Mein Vater ist Beamter beim Zoll. Vielleicht sind das die Gene. Du bist tatsächlich männlich. Du siehst aber echt nicht männlich aus. Na gut. Nächster. Ich habe gesehen, wie er eingereist ist. Geben Sie mir seinen Pass. Ah, gut so. Ich sehe ihm sehr ähnlich. Nur noch der Schnäuzer muss ab. Aber Opfer müssen wir ja alle bringen. Stempeln Sie mein Visum ab. Für Atoska und den Orden. Ja? Papiere? Zweck Ihrer Reise. Ich habe hier Arbeit. Aha. Dann hast du hier aber. Nee, warte mal. Du hast gesagt, du hast Arbeit. Ja, Einreisegenehmigung passt nicht. Ja, natürlich, ich bin auf der Durchreise. Wie konnte ich das nur vergessen? Da habe ich das einmal verwechselt hier. Ich dachte, ich hätte Arbeit, aber dann war ich ja doch nur auf der Durchreise. Ich Schusselchen. Vanessa Ricarte. Papiere. Zweck Ihrer Reise. Komme zu Besuch. Dauer? 14 Tage. Aha. Ich schaue gar nicht mehr, ob hier irgendwer gesucht wird. Fällt mir gerade auf. Du siehst auch so aus wie die beiden. Wie der eine mit dem. Der eine Diplomat und der dann der Diplomat wurde. Ein kleines Paket ist für Sie angekommen. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Schneller prüfen per Doppelklick kann ich, wenn ich die Kabine verbessere. Das muss ich machen. Geschenk von Esig. Denen geht's allen gut. Sehr schön. Kollegen spielen verrückt. Top-Unterhändler sprengt Konferenz mit bizarrem Verhalten. 20. Dezember 1982. Inspektor, aufgrund der fortwährenden Angriffe weitet das Ministerium für Information die Konfiszierung von Pässen aus. Alle atoskanischen Pässe von Einreisewilligen aus dem Inland sind zu konfiszieren. Ausnahmen werden nicht gemacht. Ausländische Pässe sind nicht zu konfiszieren. Es lebe Tosca. Okay. Also alle paar toskanischen Pässe, warum auch immer, konfiszieren. Papiere bitte. Du kommst dann auch aus der Tosca? Warte mal. Hä, aber das ist doch nicht gestempelt. Naja, unabhängig davon muss ich den eh konfiszieren. 82 Kilo. Kilor Dukov.
Okay. Pass. Er wird konfisziert. Wie soll ich denn reisen? Rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Keine Ahnung, gucke oder wahrscheinlich müssen wir den behalten. Arbeit. Dauer für ein paar Monate. Okay. 83 bis 84. Hält 3 Jahre lang. Das ist auch der gleiche Code. 20. Juni heißt die geboren. Bettina Meier. Was für ein unpassender Name hier für diese Region. Die heißen alle anders. Statistik. Oh, bist du mir unsympathisch. Ja, ich glaube, du passt, Bettina. Oh. Visum war falsch. Das habe ich zu spät gesehen. Nur zu Besuch. Okay, Dauer. Ach, warte mal, aber du brauchst doch jetzt ein Visum, oder? Wo ist mein Buch? Hier. Das Visum fehlt. Was zur Hölle ist ein Visum? Meinen Sie etwa eine Einreisegenehmigung? Die habe ich hier. Ich meine ein Visum. Nie davon gehört. Hört sich selten dämlich an. Weißt du, wer sich noch selten dämlich anhört? Weißt du, wer sich noch selten dämlich anhört? Hier, zack, zack, tschüss, mach's gut, bis dann. Einreisegenehmigung und Anhang werden nicht mehr akzeptiert. Das Visum ersetzt beide. Macht mir die Arbeit leichter. Mir doch scheißegal deine Arbeit. Verdammte Scheiße. Zweck ihrer Reise? Asyl. Mussten wir As Fingerabdrücke für Asylbewerber machen? Übereinstimmung, okay. Balis Stefan. 84 Kilo. Oh. Das Dokument ist abgelaufen. Bitte haben Sie Erbarmen. Nee, du bist vielleicht ein Terrorist. Ich hab den Grund nicht gestempelt. Ah! Sie sind ja nur noch Haut und Knochen. Ich wette, Sie haben überhaupt nichts in den Armen. Kommen Sie in unser Studio und ich mache einen Schrank aus Ihnen. Die Muckibude in Ost-Krestin. Untergewicht, schwach, das Top-Gym. Sehe ich so aus, als ob ich ein Schrank werden möchte? Ich glaube nicht. Ansonsten, du Schrank, darfst du rein. Der Muckibude würde ich die garantierte Muskelmasse aufbauen. Dann genau das tun wir da. Ja, komm. Geh. Hi. Was ist der Zweck? Besuch. Für? 2 Wochen. Okay. Ja. Aha. Das passt auch. Ja. Ja. Ungültig ausstehende Stadt. Ich merke mir doch die Städte nicht. Du hast Arbeit. 90 Tage. Was ist denn da los? So schnell kann ich doch nicht reagieren. Die Arbeitstaktik fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Das MFI hat die Pässe ihrer Familie konfisziert. Warum? Warum hat es die Pässe konfisziert? Kinderserienmörder
flieht aus UF-Gefängnisse. Simon Wehns, geboren in der Tosca, auf dem Weg nach Hause. Simon Wehns. Simon Wehns. 21. Dezember 1982. Simon. Hinweis. Alle Beamten. Oh, Inspektor. Lange nicht gesehen. Oh, oh. Lesen Sie heute Ihre Depeschen besonders gründlich. Wir werden hier mit vielen Arbeitern sprechen. Ihre Befragung steht vor der Tür. Ich werde Sie persönlich leiten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Arbeiten Sie hart. Hinweis, alle Beamten müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Unterstützer und Sympathisanten illegaler Gruppen werden unverzüglich verhaftet. Ihre Befragung wurde angesetzt für den 24. Dezember. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Atoskanische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Es lebe Atoska. Oh. Freunde besuchen. Warte mal, bist du das gleiche? Dauert es aufenthalts einige Wochen. Keine Übereinstimmung. Okay. Einige Wochen. Abgelaufen. Sie können nicht mit abgelaufenem Dokument einreisen. Ich hatte zu tun. Tschüss. Alle Inlandspässe, also alle von Atoska. Ach, was willst du denn schon wieder? Ich habe die Zeitung gelesen. Guten Tag. In der Tosca geht es ja gerade drunter und drüber. Vielleicht willst du ja für eine Weile verreisen. In Obristan ist es schön. Gleich nebenan im Norden. Man hat unsere Pässe konfisziert. Wir können nicht weg. Na, das ist aber kein gutes Zeichen. Warte mal. Ich kenne da einen. Gefälschte Urkunden für Obristan? Sieht total echt aus. Der braucht nur echte Pässe, damit er loslegen kann. Der ändert die Daten so, dass es passiert. Habe ich auf die harte Tour gelernt. Faire Preise, keine Fragen, schnelle Bearbeitung. Bedingungen auf der Rückseite. Pass 20, Einreisewillig 5. Kunden muss obristischen Paaren zwecks Änderung vorlegen. Service in. Okay. Was? Ich. Was? Besten Dank nochmal. Hey, weißt du was? Nimm meinen Pass. Ich hole mir einen anderen, kein Problem. Jetzt lern das Flugblatt auswendig und drück's wieder raus. Ich will keinen Ärger kriegen. Okay, also wir brauchen 20 pro Pass und 5 Einreisebeleg. Abristan ist dir sehr schön. Jede Menge Schnee. Keine Ahnung, wo deine Familie noch Pässe herbekommen könnte, aber du bist ja ein käseriges Kerlchen, dir fällt schon was ein. Viel Glück. Wir brauchen Pässe. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, ich komme zu Besuch. Dauer? Ich bleibe 8 Wochen. Wir brauchen Pässe. Vanessa Espinosa. Wir brauchen Pässe. Das bist übrigens nicht du. Das ist ein Mann hier. So sehen sie überhaupt nicht aus. Ich habe mich operieren lassen. Ich kann ihre Fingerabdrücke nicht verifizieren. Ach was. Okay, zuallererst mal. Kommst du aus Obristan? Ja, dann glaube ich, behalte ich mal deinen Pass. Oh nein, er ist weg. Oh. Schade. Schade, ich wollte ihn behalten. Wir brauchen Pässe aus Obristan. Zweck ihrer Reise, ich habe Arbeit. 30 Tage. Okay. Du kommst nicht aus. Nein, kommst du nicht. Dann passt das. Hey.
Nächster. Zweck ihrer Reise? Einwandern. Josephine Zirada irgendwas und oh, ich habe rausgetappt. Diese Namen sind unterschiedlich. Ja, ich habe mir den erst neulich geändert. Wieso ändern alle Leute ihren Namen? Die wollen alle fliehen, habe ich das Gefühl. Sie hat recht. Wieso ist das hier eigentlich so abgeschnitten? Oh, Entschuldigung. Mein Gott, ey. Warum ist das da so abgeschnitten gewesen? 49 Kilo auf 1,70 ist mal was. Oh, aus Obristan. Den muss ich leider konfiszieren, den Pass. Das tut mir echt leid. Du darfst aber trotzdem rein, aus Gründen, nämlich. Und die werde ich nicht sagen. Was ist das für ein Zettel? Wo ist mein Pass? Er wird konfisziert. Was soll ich tun? Rufen Sie die Nummer auf dem Zettel an. Ja, den Rest. Jetzt haben wir schon Bußgeld. Das heißt, die nächsten müssen wir morgen konfiszieren. Papiere? Zweck Ihrer Reise? Ich bin auf der Durchreise in ein anderes Land. Für 2 Tage. Ja. Ja. Nächster. Ungültige Größe. Ach komm. Schauen Sie sich das gut an. Simon Wenz hat sie mir genommen. Ich folge ihm schon seit vielen Wochen. Ich weiß, dass er bald hierher kommt. Ich weiß, das ist kein kleiner Gefallen, um den ich Sie da bitte, doch es ist wichtig. Lassen Sie ihn durch, wenn Sie ihn sehen, aber nehmen Sie ihm zuerst den Pass ab. Ich komme wieder. Sie geben mir seinen Pass und ich spüre ihn auf. Nein. Ich werde ihn so leiden lassen, wie er Julia hat leiden lassen. I love you, Daddy. Oh. Ich weiß, aber Selbstjustiz, nein. Nein, wir müssen unsere Familie irgendwie safe durchkriegen. Wir werden ihn ausliefern und das ist gute Arbeit. Für 6 Monate. Jessica Aureus. Zweck Ihrer Reise, ich bin hier, um zu arbeiten. Für? Ich bleibe 90 Tage. 67 Kilo, 1,83 groß. Bis 83 gültig, bis 84 gültig. Auch noch gültig, auch noch gültig. Nicola Losprodova. Nicola Losprodova. Weiblich, bist du gesucht? Nein. Gelbfieber und Polio. Der Code passt auch, sieht gut aus. Machen Sie mir keinen Ärger. Nächster. Ach komm. Gefälschter Arbeitsausweis. 10 Credits. Ich glaube, wir haben kein Geld mehr. Asyl. So gut. Das sehen wir gleich. Ja. Du bist geimpft. Heißt Josef Kuka, das ist auch dein Code. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Ihre Frau hat ein altes Familienfoto entdeckt. Sie können nun mit einem Familienmitglied nach Obristan flüchten. -5.
Ah, oh, shit. Atosca toleriert keinen Zahlungsverzug. Ihre Familie wurde zurück in ihr Dorf geschickt. Sie stehen unter Arrest, bis sie ihre Schulden beglichen haben. Wie soll ich denn im Arrest meine Schulden begleichen? Es wird ein leichtes sein, Ersatz für sie zu finden. Es lebe Atosca. Ende 1 von 20. Das ist Ende 1 von 20, wenn man seine Schulden nicht begleichen kann? Machen wir noch eine Runde? Machen wir noch eine Runde?